Zebralog-Buch 1, Sternzeit 11 Jahre 1993, auf der Suche nach dem ultimativen Game-Erlebnis im Basler Futureland gelandet. Nach dem Verleih von Videokassetten und Videogames ist die grösste Videoverleihkette der Schweiz, Joes Videothek AG, jetzt einen Schritt weiter gegangen. Die Heimunterhaltung geht in eine neue Dimension und da will man den Einstieg nicht verpassen. Die elektronischen Spiele der Gegenwart werden immer komplexer, ihre Darstellung immer realistischer. Bei Crime Patrol ist es schon Fernsehkrimi-Qualität. Mein Job ist es, einem Cop beim Abknallen von Verbrechern zu helfen. Trotz voranschreitender Technik, das Handlungsniveau ist noch gleich primitiv wie früher. You'll never make Sergeant. Und ich habe das Gefühl, im Spielbereich ist die gleiche Entwicklung zurzeit da, was früher gehört vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm. Das heisst, man kann das gar nicht mehr vergleichen. Es ist die technische Errungenschaft, auch wie sie heute sehen, wenn ich Ihnen vor 5 Jahren davon erzählt hätte, hätten Sie wahrscheinlich gefunden, ich erzähle irgendwie etwas vom Jahr 2002. Der Galaxian 3 ist bereits 1993 Realität. Auf einer gemeinsamen Mission mit Erdling muss ich angreifende Raumschiffe zerstören. Das Tempo und die Darstellung auf der Grossleinwand verlangen die höchste Konzentration. Es wird immer realer. Wenn Sie den Galaxian 3 sehen, von der Grafik her, ist das schon sehr viel weit, noch nie da gewesen, aber es ist noch lange nicht wie ein richtiger Science-Fiction-Film ausgesehen. Irgendwann werden Sie Krieg der Sterne selber können spielen mit Originalfilm. Qualität. Bereits in Filmqualität das Erlebniskino im Simulator. Zu machen gibt es da drin allerdings nichts, außer sich fest ins Sessel zu drücken und die Magennerven unter Kontrolle zu behalten. Erlebnis ist im Futureland und im noch grösseren geplanten Future Park in Luzern grossgeschrieben. Auf rund 2000 Quadratmeter soll in der Stadt mit der verkohlten Brücke ein neues Wahrzeichen entstehen. Der grösste Freizeitpark der Schweiz. Budget, alle festheben, runde 8 Millionen Franken. Von den konventionellen Spielen. Erstens mal in dem, dass es jetzt in denen dreidimensional ist und dass man also 360 Grad um sich herum schauen kann, auch oben, runter. Man sieht seine Körperteile, jetzt in unserem Fall die Hand. Die Pièce de Résistance von dieser Unternehmung ist aber eindeutig der Virtual Reality Computer. Nach den Wissenschaftlern sind Computerkids die ersten, die diese Technik, die unsere Zukunft wird mitbestimmen, können ausprobieren. Und vielleicht gibt es ja auch da intelligentere Programme als das, wo man einen Gegner muss umnieten muss, bevor er das mit einem macht. Wir haben hier 2 LCD-Bildschirme drin. Das ist das kostengünstigste und das leichteste im Moment. Also in anderen Worten, Grafik ist nicht die beste. Man kann so noch mehr rausholen. Also entweder müsste sich... Es gibt hochauflösende LCD-Bildschirme, aber das ist wieder ein Kostenpunkt. Aber die Zukunft wird sicher sein, dass man konventionelle Monitor wird in den Helm haben wird. Die
Schlechte Grafik hin, einfache Programme her. Wer sich einmal via Virtual Game im Cyberspace umgeschaut hat, wird müssen zugeben, dass er der Zukunft ins Auge geschaut hat. Ob allein oder zusammengehängt im Netzwerk, die teuren Spielcomputer eröffnen eine neue Dimension. Und das nicht bloß im Erlebniscenter. Virtual Reality, im Moment noch als Computergame, gibt es noch dieses Jahr im Basler Futureland. Der Luzerner Future Park ist auf den Frühling 94 geplant. Also Virtual Reality wird heute schon, ich glaube nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern im Architekturbereich genutzt. In Berlin ist schon die neue Stadtplanung auf Virtual Reality gemacht worden. Da können Sie heute in der zukünftigen deutschen Hauptstadt schon im Virtual Reality rumlaufen. Aber es, wie auch schon in der Vergangenheit, sind natürlich junge Leute so technische Neuerungen viel mehr aufgeschlossen als jetzt die ältere Generation. Also es wird sicher noch eine Weile dauern, bis irgendeine Behörde in der Schweiz ihre nächste Stadtplanung auf Virtual Reality machen wird, aber es wird sicher irgendwann der Fall sein.